Problem, aufs Wetter kommt es nicht an. Ich darf trotzdem zum Jubiläum gratulieren. Ich war heute schon beim Malteserorden in der Klösterstiftskirche. Da ist der See nicht so stark spürbar gewesen. Jetzt kommt er wirklich also sehr spürbar herunter. Trotz dieser widrigen Umstände möchte ich einmal den OTV, liebe Obfrau, liebe Brigitte, euch allen, dir und dem ganzen Team zum Jubiläum ganz herzlich gratulieren. Ihr seid ein wichtiger Teil im Kulturleben. Wenn es einmal ins Wasser fällt, ja, kann man nichts machen. Aber ihr seid ja nicht nur einmal im Jahr aktiv, sondern sehr oft. Und das ist, glaube ich, das, was die vielen Vereine, die zusammengefasst sind im OTV, ausmacht. Sie sind lebendig, sie behalten die Kultur, sie behalten die Tradition und das soll so bleiben. Weil wir können die Volkskultur nur dann erhalten, wenn wir sie nicht im Museum ausstellen, sondern wenn wir sie in der Öffentlichkeit leben. Nicht darstellen, sondern leben. Und das tun die Vereine des OTV in hervorragender Art und Weise. Ich bin sehr oft zu Gast bei euch, wie du richtig gesagt hast, und es ist jedes Mal wieder eine Freude. Auch heute, trotz dieser widrigen Umstände, kann man nichts machen, sage ich jetzt einmal. Aber ich wünsche trotzdem eine schöne Zusammenkunft. Das Bier schmeckt auch im Regen und der Kaffee auch. Also alles halb so schlimm. Und vielleicht sehen wir noch, wenn es ein bisschen nachlässt, eine Darbietung. Hören tun wir sie ja eh schon sehr lautstark von unserer Polizeimusik. Also trotzdem ein gelungenes Jubiläumsfest. Alles Gute, ein herzliches Leon Dank gilt auch. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und deswegen glaube ich, dass es trotz allem eine Gelegenheit geben wird, dass man das wiederholen kann, dass man das vielleicht neu erleben probiert. Ich darf alles Gute wünschen. Vielen Dank, dass Sie diese Tradition so hoch leben, des Tanzes und auch der Kultur, dass Sie sich selbst bestätigt. Denn heute, in Zeiten der Social Media, sind viele Dinge oft anders und wichtig. Aber umso wichtiger ist es, dass diese Traditionen hochgehalten werden. Und herzlichen Gratulation nochmal zum Geburtstag und alles Gute. Wir feiern bei jedem Wetter, so wie es heute ist, bei den Trachtler, wenn die, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Wir haben heute im 70 Jahre Landesverband Steiermark, wir haben 95 Jahre Obersteirischer Trachtenverband da. Wir sind entsandte da von der ganzen Steiermark und leider natürlich bei dem Regen natürlich hätten wir uns wesentlich mehr erwartet, aber da sieht man, der harte Kern ist einfach da und morgen geht es ja gleich wieder weiter. Auf der Massenburger Oberlandler Kirchtag sind wir natürlich auch wieder dabei und hoffen, dass es bis dahin wenigstens zum Regnen aufhört, weil das wäre ganz schade, wenn das da oben ins Wasser fallen würde. Ja, im Namen des Landestrachtenverbandes Steiermark möchte ich alle recht herzlich begrüßen. Leider hat heute im Leonswetter nicht perfekt mitgespielt, aber wir haben gesagt, auch hier als Vertreter, aus Verbundsuppen, aus Linz, haben wir gedacht, wir fahren runter, schauen wir uns den Sohn. Bei uns in Enster ist das Wetter wesentlich besser gewesen, wir haben noch keinen Niederschlag gehabt. Wie wir runtergekommen sind, hat es halt ein Problem, aber Riem hat schon langsam das Regen angefangen. Da habe ich gesagt, Augen zu und durch, wenn seine Trachtler sind da stark und sie halten im Regen aus und wir werden schauen, was heute los ist. Einige Leute sind ja da gekommen, es freut uns, dass wir durchaus 200 Leute da hergebracht haben und der OTV mag mit seinem 95 Jahren Jubiläum feiern. Es wird sicher noch ein schöner Ausgang werden bis zum Aufnehmen.